Einen schönen guten Abend. Ja, ich möchte mich zuerst auch einmal bei Oswald Kuppelwieser, dem Leiter der Grünen Bildungswerkstatt Wien, bedanken für die Möglichkeit, hier den Raum zu nutzen und vor allem für die gute Zusammenarbeit im Vorfeld des heutigen Abends. Das Thema ist dank unseres Gastes aus Kolumbien die Friedensgemeinde San José de Apartado im Norden Kolumbiens. Am Podium sitzen oder werden sitzen einmal Frau Tanja Windbüchler, außenpolitische Sprecherin der Grünen im Parlament für Außenpolitik, Entwicklungspolitik und Friedenspolitik. Vielen Dank für Ihr Kommen. Der Dominique Dugenie macht den Film. Sie hat bereits einen Film gedreht über die Friedensgemeinde vor 2 Jahren und wird auch übersetzen heute Abend. Und hier in der Mitte Adley Duverkia, Aktivist der Friedensgemeinde seit vielen Jahren, trotz seiner Jugend, Mitglied des 8-köpfigen Leitungsgremiums der Friedensgemeinde, dem Consejo Interno, wie er heißt. Dieser Consejo Interno, also die Führungsinstanz der Friedensgemeinde, wird in allgemeiner Wahl bestimmt und überhaupt können, es gibt dann noch mehrere Komitees, die teilweise dann eine Person in diesem Leitungsgremium haben oder auch nicht. Im Allgemeinen werden in der Friedensgemeinde, die 1000 Personen umfasst, Mitglieder ab dem 12. Lebensjahr aufgenommen, die sowohl passive als auch aktive Mitglieder sind. Das heißt, ab diesem Alter können sie auch in Leitungsgremien gewählt werden. Über die Friedensgemeinde wird ja Allee selbst dann ausführlich erzählen. Ich möchte nur kurz einen Überblick geben. Sie ist von den Friedensgemeinden in Kolumbien, die es heute noch gibt, und das ist etwa nur mehr ein Dutzend, die größte, auch die älteste und auch die international bekannteste Gemeinde. Andere haben aufgrund der Repression der paramilitärischen Verbände in Zusammenarbeit mit der Armee ihre Existenz eingestellt oder agieren nur mehr sehr reduziert. Diese Friedensgemeinde in San José de Apartado wurde im März 1997, also vor bald 18 Jahren, gegründet und hat seither an die 300 Mitglieder verloren durch Mordangriffe der Feinde, die sich vor allem eben unter Paramilitärs und Soldaten, also der Armee, befinden. Es sind in diesem Zeitraum auch an die 3000 Menschenrechtsverletzungen gegen die Gemeinde dokumentiert, auch hier großteils Paramilitärs und Armee, und etwa 22% dieser Menschenrechtsverletzungen wurden von Guerilleros verübt, dazu dann auch später noch mehr. Ja, noch einmal, ich freue mich sehr, die Gelegenheit zu haben, aus erster Hand von Arley über die Friedensgemeinde und auch über die Perspektiven dieser Gemeinde Näheres zu hören. Einen schönen Abend.
Bueno, primero que todo, muchas gracias por haberme invitado. El estar aquí presente es una invitación a la comunidad. De todo corazón, muchas gracias y en nombre de la comunidad de paz, muchas gracias. Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend und vielen Dank für diese Einladung. Diese Einladung fasse ich auf als eine Einladung für die ganze Gemeinde. Und im Namen der ganzen Friedensgemeinde möchte ich meine Dankbarkeit aussprechen dafür. Muchas gracias a los organizadores, al Partido Verde y a todos los que de corazón han venido a escuchar un pequeño relato de la historia de la Comunidad de Paz. Und vielen herzlichen Dank für die Einladung von der Partei der Grünen, von allen, die diesen Abend heute organisiert und zustande gebracht haben, um über meine Friedensgemeinde zu reden. Voy a intentar ser lo más corto que pueda para compartir la experiencia de la comunidad. Entonces me voy a tomar por ahí unas 5 horas. No, mentiras. Un Okay. corto tiempo. Vamos a ver si hier geht. Möchten Sie davor was sagen? Oder sollen wir noch? Okay. Also ich werde mich kurz fassen. Es wird nicht länger als 5 Stunden dauern, ich versichere Sie. ¿Qué es la Comunidad de Paz? Para entender un poco qué es la Comunidad de Paz, tenemos que remontarnos a 18 años atrás, la fecha en que se fundó la Comunidad de Paz, un 23 de marzo del año 97. Was ist die Friedensgemeinde? Um das zu verstehen, um das nachzuvollziehen, die Geschichte existiert schon seit 18 Jahren. Sie begann am 23. März 1997. La región donde está ubicada la Comunidad de Paz es una región al noroccidente de Colombia, en la región del Urabá. Una región donde en los años 96 y 97 se elaboró allí un plan piloto, un plan de exterminio contra todas las organizaciones sociales, movimientos sindicales, movimientos populares. Wie kann man sich die Friedensgemeinde vorstellen? Die Friedensgemeinde befindet sich im Nordosten Kolumbiens, an der Karibikküste, an der Grenze zu Panama. Sie entstand in einer Zeit und in einer Gegend, die ganz, ganz besonders stark und brutal von der Verfolgung der Paramilitärs und des Militärs, Verfolgung von sozialen Bewegungen, politischen Bewegungen, Gewerkschaftsbewegungen. In dieser Zeit entstand die Friedensgemeinde. En esa región del Urabá, que económicamente tiene un gran impacto militarmente, políticamente y socialmente, eficazmente el Estado desarrolló allí una estrategia de muerte, pero también acudió a todas las esferas del poder para desarrollar esa estrategia de exterminio, de muerte. Das Militär und die Paramilitärs haben in dieser Region auf militärischer, auf politischer, auf wirtschaftlicher Ebene ihre Kriegsmaschinerie eingesetzt, ihre brutale Gewaltwaffen eingesetzt, um alles, was nach Leben rief, zu unterdrücken. Una región en la que cuya estrategia del Estado con los paramilitares era una estrategia de tierra arrasada, que no quedara allí en esas tierras nadie, ni campesinos, civiles, nadie, absolutamente erradicar la presencia humana allí e imponer detrás de este arrasamiento de los paramilitares, imponer la política de Estado y traer gente de otras regiones. Ya con una visión más de derecha y paramilitar en esas regiones donde arrasaban con la gente. Was war das Ziel dabei? Das Ziel war, das Land, das gesamte Land
frei zu machen von Menschen, von den Menschen, die dort lebten, und es frei zu machen für große Großkonzerninteressen, für deren Interessen, für militärische Interessen, und dann ihre eigenen Leute dort einzusetzen, die sie auch instrumentalisieren können, nach dem, was sie vorhaben. Pero en medio de ese frío, de ese escalofriante panorama, un pequeño grupo de campesinos, que no superaban las 300 personas que quedaban en el corregimiento de San José de Apartadó, donde antes habitaban más de 3.000 campesinos, un pequeño grupo de 300 personas decidió resistir pacíficamente. Und inmitten dieser Region entschied sich eine kleine Gruppe von ca. 300 Menschen, Widerstand zu leisten, friedlichen Widerstand zu leisten. Y es ahí donde nace nuestra comunidad de paz, con un grupito de gente que, debido a los muchos niños que tenían, familias que tenían 5, 6, 8, hasta 10 hijos, pero que los padres veían que irse a las ciudades no iba a ser la solución por la cantidad de niños iban a sufrir, esos padres decidieron quedarse con nosotros en esa tierra. Pero unas madres, unas mujeres, que yo diría que fueron las protagonistas en ese momento, porque le dieron fuerza a esos hombres en ese momento para quedarnos allí, para quedarse con los niños, con la familia. Y es en ese momento donde ese grupo de campesinos deciden autónomamente declararse neutral. Neutral frente al conflicto, neutral frente a todos los actores armados. Esa neutralidad significaba decirle a los paramilitares, no vamos a colaborar con ustedes. Significaba decirle a la guerrilla, no vamos a colaborar con ustedes. Inclusive implicaba decirle a la fuerza pública, que es legalmente constituida en el país, decirle, con ustedes tampoco queremos tener ningún tipo de relación. Es haben sich also diese Menschen, die zu einem Großteil aus Kindern und aus Frauen bestanden, entschieden, gewaltfreien Widerstand zu leisten. Adelaide erzählt uns, für die Frauen, den Frauen gebührt der größte Lob dabei, weil das hat den größten Mut und die größte Kraft von Frauen abverlangt von Frauen. Männer sind in Kriegssituationen eher trainiert oder von klein auf damit erzogen, dass sie auch in Gewaltsituationen leben können. Aber Frauen flüchten normalerweise, und diese Frauen haben beschlossen, bei ihren Männern zu bleiben und gemeinsam diesen schweren Widerstand zu leisten. Und woraus besteht dieser gewaltfreie Widerstand? Indem man sagt, mitten in diesem Kriegsgebiet, mitten in diesem Gebiet, wo nur mit Waffen gesprochen wird, ohne Waffen, neutral, einen Lebensraum zu schaffen, wo man sagt, hier entscheidet das Leben, hier entscheidet der Frieden, und wir stehen dafür und wir werden dafür kämpfen, dass das aufrechterhalten bleibt. Y la comunidad en ese momento con unas grandes esperanzas, con unas grandes ilusiones, dijo, yo creo que todos los actores nos van a respetar y nos van a dejar quietos, nos van a dejar trabajar y vamos a poder permanecer en nuestras tierras. Y en ese momento, yo diría, en ese momento la comunidad nunca pensó que íbamos a cumplir tantos años como comunidad, ni nunca nos trazamos en ese momento inclusive estar hoy aquí. Eso nunca se nos ocurrió en nuestras mentes. Creímos que a los 15 días todo se iba a calmar y toda la gente iba a retornar a la normalidad y tranquilidad, pero no. Los paramilitares cometieron las primeras masacres, pero la guerrilla también cometió masacres contra nuestra comunidad y el ejército. Todo porque cuando la guerrilla buscaba algún tipo de apoyo
o ayuda por parte de los campesinos que se declaran como comunidad. En ese momento la comunidad les decía no, pero también le decía no a los paramilitares y al ejército. Entonces cada uno pensaba, la guerrilla por ejemplo pensaba, si no me colaboran a nosotros, porque están contra nosotros, entonces estos trabajan para los paramilitares. Pero también cuando los paramilitares intentaban algún apoyo con la comunidad y la comunidad se oponía, entonces ellos pensaban, esta gente es de la guerrilla. Y nos veían como sus enemigos y a eso se debió tantas masacres y tanto dolor que hoy día no superamos. Und anfangs, wie die Friedensgemeinde gegründet wurde, gab es eine Hoffnung, dass dieses Konzept auch aufgehen würde. Wir haben alle gedacht anfangs, okay, wir haben unser Konzept, unser friedliches Konzept erklärt, offiziell deklariert. Die Menschen wissen, dass sie von uns nichts zu befürchten haben. Wir sind neutral, wir stehen für Frieden. Und es bestand für die paar wenigen Tage, wo man sie in Ruhe gelassen hat, die Hoffnung, dass dieses Konzept eh aufgehen würde und dass sie dadurch Schutz bekommen würden. Nur sehr bald, nach 15 Tagen, kamen schon die ersten brutalen Angriffe und die kamen von allen kriegerischen Gruppen, also sowohl von der Guerilla als auch von den Paramilitärs, also auch vom Militär. Viele fragen sich, wieso von der Guerilla? Ich meine, das sind ja Kleinbauern, die stehen und die setzen sich ein für die gleichen Ziele wie die Guerilla. Nur die Guerilla hat gesehen, wie sie, hat sie angesprochen und hat erwartet, dass die Gemeinde mit ihnen kollaboriert. Und sie haben gesagt, nein, eins unserer wichtigsten Prinzipien ist, wir bleiben neutral. Wir kollaborieren mit keiner Kriegspartei. Dadurch haben sie sofort den Schluss gezogen, das heißt, sie kollaborieren mit dem Feind und es kamen schon die ersten Morde. Natürlich auch von den anderen Kriegsakteuren, also Paramilitärs und Militärs, haben ähnlich agiert. Y decíamos en la comunidad, hemos dicho, la comunidad sufrió todo tipo de agresiones, todo tipo de violaciones inimaginables. Hemos sufrido masacres, asesinatos selectivos, persecuciones, violación de nuestras mujeres, torturas, desapariciones, de todo tipo de crímenes. La comunidad ha sufrido, pero en medio de ese dolor, en medio de esos momentos difíciles, duros, la comunidad no ha retrocedido, no ha renunciado a la vía pacífica, a la vía civil, no armada, no violenta. Unsere Friedensgemeinde hat jede Form der Aggression miterleben müssen und mit ansehen müssen, wie ihre Liebsten ermordet werden, gefoltert werden, wie ihre Frauen, wie ihre Töchter, wie ihre kleinen Kinder vergewaltigt werden, wie Menschen verschwinden. Jede Form der Aggression, der Menschenrechtsverletzung hat die Friedensgemeinde schon erleben müssen. Und trotzdem hat sie bis zum heutigen Tag die Hoffnung nicht aufgegeben und den Willen, Widerstand zu leisten. La Corte Constitucional, que es una de las máximas, la máxima corte en Colombia, nos ha dado la razón a través de 3 sentencias de la Corte Constitucional. Le ha dado la razón a la comunidad y le ha ordenado al Estado tomar las medidas necesarias, medidas eficaces que eviten que la comunidad siga sufriendo, que siga padeciendo. Pero como si eso fuera poco, el mismo sistema interamericano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2 ocasiones ha favorecido a la comunidad a través de medidas provisionales y cautelares, con ordenamientos y decisiones muy claras para que el gobierno respete la comunidad. Sin embargo, todo esto no ha sido suficiente para que ese plan de exterminio contra comunidad cese. Al contrario, se mantienen las agresiones. Im eigenen Land die höchste
verfassungsmäßige Instanz, der Verfassungsgerichtshof, hat entschieden, dass die Gemeinde, die Friedensgemeinde, Schutz bekommen muss. Das ist eine hochoffizielle und ist die höchste Entscheidung, die im Land zum Schutz der Menschenrechte getroffen werden kann. Und es wurde auch ganz klar ausgesprochen, schon vor mehreren Jahren. Auch der Interamerikanische Menschenrechtsgerichtshof hat zweimal offiziell ausgesprochen, dass die Friedensgemeinde laut der international anerkannten Normen den Schutz bekommen muss, den sie verlangt. Ihre Menschenrechte müssen respektiert werden. Und also was die juristische Ebene anbelangt, kann man nicht mehr aussprechen. Y nos hemos mantenido como comunidad desde una opción alternativa, no violenta. A pesar de tanto dolor, siendo capaces la misma comunidad, siendo capaces en muchos momentos de ir a recoger los muertos de paramilitares, de guerrilleros, de soldados, siendo capaz la misma comunidad de ir a recoger esos cuerpos de nuestros verdugos, saber que esa gente fue los que tanto daño nos hicieron, y muertos, la comunidad ha sido capaz de irlas a recoger, traerlas a la familia o inclusive en la misma comunidad, sepultarlas en terrenos de la comunidad. ¿Por qué? Porque no queremos enseñar a nuestros hijos el odio, la venganza, el rencor, sino que queremos que sea todo distinto. La comunidad se abalanza en unas opciones totalmente pacíficas y alternativas en favor de la vida. Wir haben uns und wir setzen uns tagtäglich aktiv für gewaltfreien Widerstand ein. Das besteht auch daraus, dass wir, wenn unsere Feinde sterben und wir sehen die Leichnamen von ihnen, sei es von Paramilitärs, von Militärs oder von der Guerilla, wir tun sie aufbewahren. Wir, so wie wenn es jemand aus unserer Gemeinde wäre, wir nehmen den Leichnam, wir geben ihn zurück zu der Familie oder wir begraben den Leichnam selber und zeigen damit unseren Kindern, was es heißt, keine Rache, keinen Groll, keinen Hass, nicht mal dem eigenen, dem bitteren Feind zu zeigen. Y los asesinos se preguntan, le hemos hecho de todas las maldades a esta gente, pero no hemos sido capaz de acabarlas. Y nosotros decimos, mientras seamos capaces de convertir el dolor en esperanza, siempre habrá comunidad de paz. Unser Motto ist und unsere Aufgabe tagtäglich, so schwer es auch ist, den Hass in Hoffnung umzuwandeln. Und das versuchen wir auch unseren Kindern tagtäglich beizubringen. Obwohl immer wieder Gräueltaten gegen uns verübt werden und auch heutzutage eine sehr schlechte Zeit ist für uns, aber wir versuchen und nur das hält uns stark, tagtäglich zu zeigen, wir können den Hass in Hoffnung umwandeln. Y eso lo hacemos creativamente, diariamente, sembrando la tierra, cultivando la tierra, sembrando comida para nuestros hijos, para nuestros niños, para nuestros ancianos, para la gente en la comunidad. Lo hacemos desde una educación alternativa, desde una educación que responda a las necesidades de la misma comunidad, enseñando a los niños de que otro mundo es posible. Y es ese mundo que vivimos diariamente, ese mundo que construimos diariamente, hombro a hombro, hombres, mujeres y niños. Und das machen wir, indem wir tagtäglich unser Land respektieren, bewirten, am Leben halten,
und auch schon mit unseren Kleinkindern ihnen zeigen, wie wir unser Land lieben und was wir alles aus unserem Land schöpfen können, indem wir eine alternative Bildung aufbauen und leben. In unserer Gemeinde gibt es kein offizielles Schulsystem, sondern wir erziehen sie selber und wir erziehen sie so, wie wir wissen, dass sie es auch brauchen. So wie sie lernen, eben das Land zu bewirtschaften und politisch sich einzusetzen, was heißt Widerstand und so weiter. Und wir machen das alles gemeinsam. Das ist ganz, ganz wichtig, von klein auf zu lernen. Nur gemeinsam sind wir stark. Hand in Hand, immer in jedem Projekt gemeinsam zu arbeiten, weil wir glauben, eine andere Welt ist möglich. Y gracias a esa fuerza, al interior de la comunidad nos hemos podido mantener. Y no es porque en la comunidad haya un líder o haya una mujer o un hombre más. No, entre todos. Este ha sido un trabajo comunitario. Este ha sido una lucha, una historia que hasta, donde ha estado involucrado toda la comunidad. Desde los más ancianitos hasta los más pequeñitos en la comunidad. Es de todos, la comunidad es una historia de todos nosotros, pero también es una experiencia de cada uno de nosotros, porque cada uno en la comunidad tiene una historia distinta que contar. Und unsere Gemeinde besteht aus jedem einzelnen Mitglied. Es gibt keinen Anführer, es gibt keine Frau, die besonders hervorsticht. Es gibt keine einzelne Person, die jetzt so wichtig ist, dass sie die anderen überschattet oder die als einzige vor die Medien tritt. Es gibt kein Ego in der Friedensgemeinde. Es gibt die Gemeinde, es gibt das Zusammenhalten und das macht uns stark. Testigos de esa realidad dura, pero también de esas ganas de vivir en la comunidad, que seguro que nos sobran muchas ganas de seguir viviendo, han sido los distintos grupos de personas que o porque han ido hasta nuestra comunidad o porque en algún momento han leído o han visto una película o una imagen sobre la comunidad, han sido testigos de esa realidad, de dolor, pero también de grandes esperanzas. Y esa parte nos ha dado muchísima fuerza para nosotros seguirnos manteniendo, para nosotros seguir viviendo y sobreviviendo. Und es gab von Anfang an Zeugen, die aus aller Herren Länder kamen, internationale Präsenz, die zu uns kamen, um uns zu besuchen, unsere Gemeinde begleitete oder auch nur Filme, Bücher gelesen hat. Ohne diese internationale Hilfe würden wir auch nie so stark sein, wie wir es jetzt sind. Und diese internationale Hilfe hat uns auch durch die Jahre geholfen, den Schmerz, den tiefen Schmerz, den wir tagtäglich erleben, in Hoffnung umzuwandeln. Actualmente en la comunidad nos acompañan tres grupos de ONGs internacionales como observadores, como protectores. Nosotros decimos, se han convertido en nuestros protectores. Uno de esos es PBI, Brigadas Internacionales de Paz. Otro es FOR, Movimiento de Reconciliación de Estados Unidos. Y el tercero es un proyecto de la Iglesia Católica desde Italia, a través de un proyecto que le decimos Palomas de Paz en Colombia, pero el proyecto internacional se llama Juan 23. Que ellos se han convertido como en nuestros escudos, pero también se han convertido en nuestros testigos de nuestra realidad. Y eso ha permitido también darle mucha fuerza a la comunidad y ser como, de cierta manera, como un escudo de protección, porque en Colombia a los extranjeros no, seguro que no hay persecución contra los extranjeros. Por parte de la guerrilla no va a cometer un delito contra un extranjero, porque eso les generaría una muy mala imagen
De igual si la fuerza pública hiciera eso, quedaría como Estado muy mal, o si los paramilitares hicieran eso. Entonces, la presencia internacional ha servido mucho para, en todos estos años del caminar de la comunidad, para seguir nosotros construyendo un mundo distinto. Und wir haben immer wieder Begleiter und Organisationen, die uns helfen und unterstützen. Zurzeit haben wir drei Gruppen, die uns begleiten, die unsere Gemeinde begleiten. Zum einen ist das Peace Brigade International, zum anderen der Versöhnungsbund, sowohl vom österreichischen Zweig als auch aus den USA. Und die dritte Gruppe ist Palomas de Paz, übersetzt heißt das Friedenstauben, und das ist eine italienische kirchliche NGO. Die erfüllen eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Ohne sie würde es der Gemeinde nicht so gehen, wie es ihr im Moment geht. Vielleicht würde sie auch gar nicht mehr existieren können, weil sie setzen sich ein als menschliche Schutzschilde. Und als Zeugen. Es ist so, vor allem in Kolumbien, dass man als ein Fremder, ein Internationaler, viel, viel mehr Schutz hat als ein Kolumbianer, Kolumbianerin selber. Weil weder die Militärs noch die Paramilitärs wollen sich je, wollen je, dass es passiert, dass man sagt, aha, man hätte sie umgebracht. Also wenn ein International, wenn eine fremde Person umgebracht wird, das wäre ein Riesenskandal und das könnten weder die Paramilitärs noch die Militärs verkraften. Und das ist natürlich das Wichtigste, wie man dort arbeiten kann, wie man dort Hilfe leisten kann, mit seiner puren Präsenz. Otros aspectos que han sido muy significativos para la comunidad han tenido que ver con las visitas que ha hecho la diplomacia de las distintas embajadas europeas, americanas, de la misma región, que han ido hasta nuestra comunidad, nos han visitado, delegaciones internacionales que han visitado nuestra comunidad en los distintos periodos del año. Eso permite como dar mayor visibilidad a la situación de la comunidad, de tal forma que de una u otra manera el gobierno, las instituciones del Estado se mantienen un poco quietas cuando hay represión contra la comunidad y luego hay una presencia de extranjeros en nuestra comunidad, eso hace como que se pare la persecución. En varios momentos han habido amenazas de masacres, de ejecuciones. Y en esos momentos se han dado presencias de grupos internacionales y ha evitado inclusive que los paramilitares huyan de ciertos sitios. El año pasado los paramilitares en una estrategia militar y de control en la región hacían presencia en muchos sitios ya, inclusive de donde hace presencia la comunidad. Pero con la presencia de un grupo en esa región, de periodistas, de gente colombiana, pero también de extranjeros, evitó la avanzada paramilitar, inclusive retrocedió los paramilitares y se habían quedado quietos por un tiempo. En este año, a finales ya en las últimas semanas, los paramilitares otra vez han entrado a hacer acciones contundentes, o sea, que se mantuvo por casi un año como un poco pausada, al menos la agresión contra la comunidad. Und es hilft uns immer sehr, wenn Leute, Botschafter, offizielle internationale Delegationen zu uns kommen, weil das macht unsere Gemeinde und unseren Kampf sichtbar. Die Regierung, das Militär, die Paramilitärs ziehen sich immer zurück, wenn sie merken, aha, da ist hier wer. Und es gibt immer wieder Gruppen, also wenn die Morddrohungen sehr, sehr stark sind, dann organisieren sie sich in großen Gruppen, wie zum Beispiel letztes Jahr gab es um die 150 Personen, die sind gemeinsam 4 Tage lang durch die Gemeinde gezogen, bis zu dem Gebiet, das ganz, ganz viele Morddrohungen bekommen hatte, weil rundherum hatten sich Paramilitärs
wochenlang angesiedelt und rückten immer näher und hatten auch schon Menschen entführt, hatten einige Menschen umgebracht. Und deswegen hat man beschlossen, eine 150 Personen große Gruppe zu organisieren, die dorthin gegangen sind. Da waren viele Journalisten dabei, da waren auch viele wichtige kolumbianische Journalisten, auch viele internationale von den Begleitprojekten waren alle dabei. Und die gingen dorthin und da konnte man richtig mit ansehen, sobald die da waren, sobald die Präsenz so massiv da war, haben sich die Paramilitärs zurückgezogen, war die Regierung mit ihren Diffamierungen und mit ihren Verletzungen der Menschenrechte wieder viel respektvoller. Und das hat ungefähr ein Jahr gehalten, dieser Effekt. Und jetzt gerade ist wieder eine ganz schlimme Zeit, wo die Paramilitärs immer aggressiver werden. Y en ese sentido, una de las peticiones que quisiera hacer es que la comunidad internacional no olvide las comunidades de paz, las organizaciones sociales que hemos venido siendo víctimas sistemáticamente de una estrategia del Estado en un momento en el que al mismo tiempo se negocia la paz o se habla de los diálogos de paz. De tal forma que la diplomacia o la comunidad internacional se centra en unos diálogos, se centra en unos diálogos y se va opacando a las comunidades víctimas, a la gente que tiene que sufrir el dolor diariamente por estar concentrados en los diálogos. Si bien, como comunidad, nosotros creemos que la vía del diálogo es la solución a la violencia en Colombia, bueno, es una de las soluciones, pero que a la comunidad internacional no se le olvide que hay unas comunidades que en el país diariamente estamos sufriendo y que por un discurso de negociaciones se olvide o se opaque la realidad de muchas comunidades en el país que sufren diariamente el dolor y el rigor de la violencia. Deswegen unser Appell an die internationale Gemeinschaft, bitte vergisst uns nicht. Es gibt eine systematische Verfolgung gegen uns und gegen alle, die in Kolumbien für ihre Menschenrechte sich einsetzen. Wir verlangen den Dialog mit denen, die uns unterdrücken, mit denen, die uns vertreiben wollen. Und es gibt immer wieder Formen, wie es geschafft wird, dass wir vergessen werden, dass wir in den Medien nicht vorkommen, dass niemand mehr über uns spricht und dass man dann auch sagt, aha, wir wissen gar nicht, was dort passiert. Bitte lasst es nicht zu. Ihr alle könnt dazu beitragen, dass wir nicht in Vergessenheit geraten und dass unser Kampf nicht unsichtbar bleibt. ¿Por qué menciono yo eso? Porque en las sentencias que yo mencionaba, la Corte le ordenó al Gobierno Nacional, en una de ellas, le ordenaba al presidente de la República pedirle perdón a la comunidad de paz por tanta agresividad contra la comunidad. Pero además en esa orden le ordenaba al gobierno nacional conformar unos mecanismos que evitaran futuros señalamientos y persecuciones contra la comunidad. Y el año pasado el presidente Juan Manuel Santos, el 10 de diciembre del año pasado, en un discurso televisado nacionalmente, pidió perdón. Hizo esa ceremonia de retratación y de perdón a la comunidad. Pero, por otro lado, los coroneles y comandantes de las brigadas, de las bases militares que tienen jurisdicción, donde está la comunidad de paz, han estado en una permanente persecución, señalando a la comunidad de paz de que somos guerrilleros, de que los hijos y los padres en la comunidad somos guerrilleros. Pero además, como si eso fuera poco, señalando a las ONG, que acompañan a la comunidad de ser también guerrilleros. Entonces es descarado. Mientras el gobierno supuestamente se retrata, mientras habla de paz en Cuba, en la zona y en la región se sigue atacando a los que pensamos distintos. Es ilógico todo esto.
wie schon erwähnt, der Verfassungsgerichtshof hat entschieden, dass sich der Präsident offiziell entschuldigen muss bei der Friedensgemeinde für die Menschenrechtsverletzungen, die gegen sie verübt wurden. All diese 17 Jahre, weil letztes Jahr ist dann Präsident Manuel Santos vor die Kameras getreten und hat im Fernsehen diese Entschuldigung, diese offizielle Entschuldigung ausgesprochen. Der Verfassungsgerichtshof hat auch entschieden, es müssen dezidiert Maßnahmen ergriffen werden, die der Friedensgemeinde Schutz gewähren, damit das, was passiert ist, nicht nochmal passiert. Während eben der Präsident sich vor die Kamera stellt und Entschuldigung sagt, gleichzeitig erlebt die Friedensgemeinde, dass die Generäle vom Militär die Gemeinde attackiert, brutal, und sie als Guerilla-Kollaborateure diffamiert. Das ist für die Friedensgemeinde eines der schlimmsten Sachen, die passieren kann. Weil wenn man als Guerilla stigmatisiert ist, dann ist man freiwillig. Man kann dich umbringen und niemand wird was dagegen sagen oder unternehmen können. Und wenn das nicht schon reichen würde, was passiert ist, ist, dass auch die NGOs, sprich unsere Begleitprojekte, eben auch diese drei verschiedenen Organisationen, die erwähnt wurden, diffamiert werden als Kollaborateure der Guerilla. Also das ist unglaublich, was da passiert. Die lassen wirklich keinen Weg aus, um die Friedensgemeinde zu beenden. Los que están aquí presentes se preguntarán, pero ¿por qué tanta persecución contra una comunidad? ¿Por qué se desata tanta maldad? Es muy sencillo. Donde está la comunidad es una región donde hay carbón, donde hay minería de petróleo, donde hay roca caliza con la que se procesa el cemento, pero también es donde está toda la zona del eje bananero. Y además, la comunidad está asentada sobre el pie de la serranía de La Vive, donde están los yacimientos, los nacimientos de las aguas que abastecen toda la región del Urabá. Entonces, ese sitio representa mucho para la economía, como estrategia militar, como estrategia política, pero como estrategia social en la región. Y el hecho de que una comunidad se quiera mantener ahí organizadamente y no querer abandonar esas tierras, ni venderlas, ni cambiarlas, ni nada, claro, eso se convierte en un estorbo para ese desarrollo agroindustrial y por eso es tanta persecución. Und viele fragen sich immer wieder, aber wieso, wenn das so ein friedliches Konzept ist und wenn die Menschen so einfache Kleinbäuerinnen sind, wieso werden sie dann so verfolgt, so brutal verfolgt? Die Antwort liegt darin, dass die Friedensgemeinde auf sehr wichtigen, interessanten Boden liegt für Großkonzerne. Und es gibt sehr viele Rohstoffe, es gibt Kohle, es gibt Zement, es gibt Gold, es gibt ein extrem fruchtbares Land, auf dem zum Beispiel in der Region ganz, ganz viele Bananenplantagen sind. Und es gibt auch Wasserquellen, ganz, ganz wichtige Wasserquellen des Landes sind dort in der Region. Das heißt, von dort ist sehr viel rauszuschöpfen für einige, die Kapital draus schlagen wollen. Das ist der Grund, wieso die Friedensgemeinde so verfolgt wird. Estamos totalmente convencidos de lo que hacemos y la vía que hemos tomado, el camino que hemos tomado. Y jamás claudicaremos, jamás retrocederemos, y mucho menos no vamos a entregar las tierras que pertenecieron a nuestros abuelitos y a nuestros ancestros. Pase lo que pase, ahí estaremos. Nos tendrán que matar o acabar, lo que sea, pero
No nos iremos de allí. Muchas gracias. Ja, sie wollen uns vernichten, aber wir werden nicht aufgeben. Weil wir wissen, wir haben ein Recht auf unser Land. Das ist das Land unserer Väter, unserer Großväter. Und wir behandeln es mit Liebe. Wir bebauen es jeden Tag. Und wenn sie uns loshaben wollen, dann müssen sie uns ermorden. Wir werden nicht aufgeben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für diese Einblicke. Gewaltloser Widerstand in einer so militärischen, gewaltvollen Region zu leisten, ist etwas, was schier undenkbar ist für uns hier, auch für mich. Auch wenn ich mich sehr lange schon mit Friedenspolitik beschäftige, ist es immer wieder bewegend, auch tatsächlich jemanden an seiner Seite zu haben oder zu sitzen zu haben, der tatsächlich auch friedenspolitisch aktiv ist vor Ort, der tatsächlich gewaltlosen Widerstand in einer gewaltvollen Region leisten kann. Vielen Dank dafür. Ich denke mir, dass die Diskussionen um, und das habe ich weltweit gerade, also was macht denn Krisen und Kriege tatsächlich aus, finden sich immer im Kampf um Erdöl, im Kampf um Energieressourcen, im Kampf um Rohstoffe, im Kampf um Boden und im Kampf um Land. Und dieses unermüdliche Wachstum, dieser Drang des Wachstums, bringt dann auch Länder und Regionen und somit Menschen tatsächlich in Gefahr. Und ich finde, dass die Debatte auch über die Friedensgemeinde in Kolumbien, über die Welt gespannt, tatsächlich auch dahin gehen muss, was ist denn tatsächlich Wachstum und was brauchen wir? Und wie viel braucht Europa, wie viel braucht der Westen und wie viel braucht das eigene Land? Und die Debatte sollte eigentlich im Mittelpunkt stehen, auch in der friedenspolitischen Auseinandersetzung und auch in der außenpolitischen Debatte. Und wenn ich dann die Bogen spanne nach Österreich, frage ich mich auch, was denn der österreichische rote Faden sein kann in der Friedenspolitik, nämlich weltweit. Und da gibt es... bitte? Gut, kann man lange diskutieren. Und da gibt es die Möglichkeit als Österreich innerhalb der Europäischen Union, zum Beispiel beim Freihandelsabkommen, jetzt nicht nur TTIP und TISA, sondern auch mit dem Freihandelsabkommen mit Kolumbien, ganz klare Regeln aufzustellen. Ganz klar zu sagen, Menschenrechte immer vor Wirtschaft. Leben, Menschenleben immer vor ökologischer und sozialer Ausbeutung. Und wenn das ganz klar gesprochen werden würde von Seiten Österreichs und dann in die Europäische Union eingebracht werden würde, dann, das ist nicht nur eine Vision, das ist auch machbar, dann ist es auch ein klarer Schritt in Richtung der Großkonzerne und in Richtung dieses schier unendlichen Wachstums, dieser Machtausübung auch über Ökologie und soziale Missstände. Diese militärische Macht bringt Geld, das wissen wir alle. Wenn ich nur an die Ukraine gerade denke, an die Auseinandersetzungen mit Russland und auch diese Abhängigkeiten der, also woher kommen Waffen, woher kommt also diese ganze Maschinerie, die das Militär braucht, auch in Russland, und welche Abhängigkeiten werden dann wieder gemacht in Europa, muss ich diesen Bogen spannen. Nämlich zum Beispiel die Volkswirtschaft in Frankreich ist ganz klar abhängig von den Exporten in Richtung Russland, was was die Militärindustrie anbelangt. Nicht nur U-Boote, sondern auch Software. Russland braucht die Software Frankreichs, deshalb wird es auch so schnell keine Lösung geben, die irgendwie friedenspolitisch auch nur angedacht werden kann. Das heißt, diese Abhängigkeiten, Energie, Rohstoffe und militärische Industrie und somit auch volkswirtschaftliche, also dieses Einkommen ist so immens, dass ich irgendwo endlich einmal diesen Schnitt machen muss und sagen kann, das geht nicht mehr. Und wir sollten gerade, was Europa anbelangt, hier auch eine Vorreiterrolle einnehmen. Neben
Neben der Diskussion über das Freihandelsabkommen mit Kolumbien sollte auf jeden Fall auch mit dem Verfassungsgerichtshof in Kolumbien gesprochen werden. Ich denke, das kann das Parlament und das Außenministerium gut machen. Und ich glaube, da gibt es auch schon eine Initiative, die ja gestern auch gestartet wurde im Parlament, hier tatsächlich das einzufordern. Was ist denn da passiert? Was ist mit dem Urteil des Verfassungsgerichtshofs passiert? Welche Maßnahmen werden tatsächlich gesetzt? Und hier auch aufzuzeigen, was man auch alles machen kann. Dann braucht es die Finanzierung. Also all die Organisationen, die unterstützend tätig sind, nicht nur in Kolumbien, sondern weltweit, die friedenspolitisch tätig sind, so wie den Versöhnungsbund, was Österreich anbelangt, brauchen Unterstützung und brauchen auch gesetzliche Absicherung und auch eine Finanzierung für das, was sie tun. Das heißt, wenn jemand freiwillig einen Friedensdienst leistet, dann ist der auch zu finanzieren, dann ist er auch sozialrechtlich abzusichern, dann ist da auch sind da auch finanzielle Mittel einfach in die Hand zu nehmen. Das ist eine Form der Friedenspolitik, die auch Österreich aus meiner Sicht leisten sollte und auch leisten kann. Und dafür braucht es wahrscheinlich auch eine neue gesetzliche Grundlage. Es gibt zurzeit kein Gesetz in Österreich, das Friedensmissionen tatsächlich umsetzen lässt. Wir haben nur ein Gesetz, das militärische Operationen beschließt im Parlament und auch finanziert oder auch Wachkörper, das heißt Justizwache oder Polizei. Aber wir haben kein Gesetz, das Friedensmissionen, tatsächliche Friedensmissionen, zivile, nicht militärische, nicht bewaffnete Friedensmissionen umsetzt. Und das braucht es. Und da braucht es auch die Diskussion im Außenministerium, damit auch die Menschen von den NGOs kommend tatsächlich abgesichert sind, finanziell. Und in allen Formen. Also diese Politik der Nachhaltigkeit ist das, was ich auch hier gerne auch, was ich mein Appell auch in die Richtung ja auch einfordere, nicht nur von der österreichischen Regierung, auch von der europäischen Regierung und dieser Bogen dann zurück, die Friedensgemeinde dann in Kolumbien zu unterstützen, ist etwas, was einfach an der Tagesordnung ganz oben stehen sollte.